Zuerst dachtest du, der Viertelalter wie dope. Und dann kriegst du Schizo. Ich verstehe voll und ganz, dass du enttäuscht bist, weil du doch so gerne noch ins Halbfinale wolltest. Aber hier ist für dich Ende Gelände, ja jetzt ist Schicht im Schacht. Jetzt denkst du dir, shit, hätte ich besser gar nicht mitgemacht. Was du für eine Scheiße raps, ist unfassbar. Hätte ich mit gutem Rap zu tun, wär ich Spider-Man, du Kotenascher. Aber ey, meine Lines sind alle eh nur recycelt. Und dass dein Text von dir ist, macht ihn auch nicht weniger scheiße. Aber zum Glück hast du als Gast deinen besten Kumpel. Und jetzt sag mir noch mal, wer von uns von anderen Rappern Hooks will. Es rappelt im Karton, ist ja derbe mies. Ich klatsch mir drei Pappen in die Fresse, Mann. Und trotzdem bist du der, der fliegt. Ich schreib deinen Kumpel an, ja, und du heulst wie Sau. Hast du etwa Angst, dass ich dir deine Freunde klau? Oder warum bringst du den Scheiß dann wirklich in deiner Runde? Du bist kein Rapper, nur eine eifersüchtige kleine Schwuchtel. Was für dich sicher peinlich ist, meine Meinung wird nicht überbewertet, aber auf deine gibt man keinen Fick. Am coolsten sind die Rapper mit Autotune. Du hast was möchte gern musikalisches geplant. Ja, schon scheiße, dass ich dich jetzt als Gegner bekomme. Dann wird das Battle halt nur halb so interessant. Du hast keine Chance zu flown wie der Boss, deshalb fliegst du raus. Für dich gibt's kein Halbfinale, yeah. Du hast keine Chance zu flown wie der Boss. Und du hast dir ans eigene Bein gepisst, weil dein eigener Text halt eben auch nur gebeitet ist. Ob lustig oder harter Text, auch ohne Maske machst du Kinderkunst wie Art Attack. Ich freu mich echt. Du machst Kinderquatsch wie Art Attack. Ich box dir auf den. Zu behaupten, du machst Mörder-Shit, ist ein bisschen so wie Corners Vorfahren, das gehört sich nicht. Und gibt man sich den Rap-Style, denkt man sich so, boah, so ein KZ wär doch recht geil. Nen feuchten Scheißdreck hast du drauf. Aber warte mal, hier siehst du ausnahmsweise mal gut aus. Dass du so hart bist, wie du denkst, das kann eigentlich nicht ganz so glaubhaft sein, wenn du dann am Diamond zerbrichst. Du kannst die Scheiße leugnen, aber da warst du doch sicher Fußball spielen mit deinen Freunden. Aber warte mal, ach scheiße, du hast keine Freunde hinter dir stehen und ein Greenscreen, du Flachpfeife. Sorry, mein Fehler, jetzt macht's Sinn, dass ich dich ohne die Corner wegzunehmen um die Ecke bring. Warum ich denke, dass du eh ne Frau bist? Du musst erstmal eine halbe Stunde lang überlegen, wie ein Penis aussieht. Warum bist du stolz? Deine eigenen Lines sind eh nicht geil. Lieber recyceln als verschwenden von Lebenszeit. Nachdem du meine Runde hörst, bleibt dir die Farbe weg, als wär's die letzte Folge Art Attack. Ich profilier mich mit dem, was ich drauf habe. Ihr profiliert euch mit der Hautfarbe. Team Mezzomix, so ne Blamage, Dude. Nennt euch der Club Black and Yellow oder Schoko Bananen Crew. Du hast keine Chance zu flown wie der Boss, deshalb fliegst du raus. Für dich gibt's kein Halbfinale, yeah. Du hast keine Chance zu flown wie der Boss. Die letzte Line ist nur like a motherfucker und inhaltslos. Leute fragen, hat denn einen Schlaganfall? Nee, der klingt nur so.